Mobile Geeks Coverage of CES 2014 is powered by ASUS. Hallo, also wir sind bei Acer auf der CES 2015 hier auf dem Dach des Cosmopolitan und haben hier das erste 15 Zoll Chromebook. Das ist also das erste Chromebook mit Chrome OS, also Googles Cloud-Betriebssystem, das auf ganze 15,6 Zoll angewachsen ist. Wird sehr günstig zu haben sein. Die Einstiegspreise beginnen schon bei 279 Euro und die ganze Sache wird dann etwas teurer. Ich denke mal so 399 oder so die Richtung wird dann die Full-HD-Version sein, denn die wird es auch geben. Wir haben hier allerdings nur die HD-Variante, also 1366 x 768 Pixel. Full-HD-Version dann natürlich mit ganz normalen 1920 x 1080 Pixeln. Außerdem stecken unter der Haube die neuen Intel Broadwell SoCs. Das heißt also, hier steckt einerseits entweder der Intel Celeron 3205 ist das, bei dem weiß ich jetzt gerade die Taktrate nicht. Der 5005U, das ist ein Core i3 schon, der sollte mit, ich glaube, 2 GHz oder sowas ähnlichem takten. Die genauen Daten gibt es dann erst morgen von Intel selbst. Auf jeden Fall also reichlich Leistung hier vorhanden. Wir bewegen uns also nicht mehr bei den Baytrail-Chips, sondern sind dann inzwischen hier mit vollwertigen Core-CPUs unterwegs oder richtigen Broadwell-SoCs, in dem Fall, die dann auch entsprechend Leistung haben. Nichts mit Core-M oder ähnlichem, sondern ordentlich Power. Die passt dann auch ganz gut in dieses 15-Zoll-Format, soll bis zu 8 Stunden Laufzeit erreichen. Zum Akku liegen mir aktuell noch keine Daten vor. Ich denke mal, der wird sich so um die 3000 mAh bewegen. Wir haben außerdem hier diese beiden nach vorne ausgerichteten Lautsprecher. Die strahlen also in Richtung des Nutzers ab. Acer klemmt sich hier das Nummernpad sozusagen und verbaut einfach nur eine Tastatur. Bei solchen Geräten, die fürs Web gedacht sind, ist diese Nummerntastatur ja auch mehr oder weniger überflüssig. Außerdem ein sehr, sehr großes, komplett klickbares Trackpad hier unten. Ganz ordentliche Abmaße. Die Tastatur fühlt sich auch sehr gut an. Da biegt sich jetzt nicht allzu viel, ist also auch noch einigermaßen stabil gebaut, das Ganze. Der Rahmen ums Display fällt angenehm schmal aus. Wir haben eine 720p-fähige Frontkamera. Außerdem gibt es beim Einsteigermodell 2 GB Arbeitsspeicher und optional eben auch 4 GB bei der teureren Version. Außerdem 16 oder 32 GB internen Flash-Speicher. Die ganze Sache ist natürlich wie immer fürs Web ausgelegt. Es müsste dementsprechend auch eine LTE-Version geben, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Wir gucken einfach mal ganz schnell rum und da fangen wir am besten hier hinten an. Da haben wir einmal den Kensington Lock. Dann sieht man hier auch an der Gehäusestruktur, das wirkt so ein bisschen so, als wäre das dieses glasfaserverstärkte Plastik. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Was ich allerdings weiß, ist, dass das Gehäuse ruggedized ist. Das heißt also, das Gerät soll Stürze aus bis zu 45 cm, ist jetzt nicht allzu viel, ohne Schäden überleben. Soll also kein Problem sein, wenn man es mal vom Tisch reißt oder ähnlichem oder einem das Ganze vom Schoß rutscht. Dann haben wir hier einen USB-Port. Daneben sitzt ein vollwertiger SD-Kartenleser von ganz normaler, voller Größe. Auf der Seite gibt es dann nichts weiter. Vorne haben wir dann hier rechts außen ein paar LEDs. Einfach nur, ja, ich denke mal, das ist einmal WLAN und das Ein- und Ausschalten, ganz simpel. Auf der linken Seite geht es dann weiter mit dem Kopfhöreranschluss, einem USB 3.0-Port, wie man da sehen kann, und einem vollwertigen HDMI-Ausgang. Man kann das Ganze also auch bequem an den Fernseher anschließen und daneben natürlich der Ladeanschluss. Weil hier normale Broadwell-Chips verbaut sind, gibt es dann hinten auch diesen Lüfter. Ausgang und das war es eigentlich auch schon komplett an Anschlüssen. Die ganze Sache wiegt 2,2 Kilo, ist im Augenblick noch in der Vorsäe, soll aber rechtzeitig zum Ende Januar bzw. Anfang Februar dann auch in Deutschland starten und wird, wie gesagt, 279 Euro kosten. Zum Größenvergleich kann ich ja mal kurz mein Yoga 13 bzw. Yoga 3 Pro hier daneben halten und dann sieht man schon, dass die ganze Sache dann doch deutlich größer ausfällt. Muss man sich jetzt fragen, wie sinnvoll solche Webgeräte sind in diesem Formfaktor. Aber es ist immerhin ein sehr günstiger Einstieg in die 15-Zoll-Klasse. Wie gesagt, ab 280 Euro offizieller Preisempfehlung dann zu haben. Was mir noch ganz gut gefällt bei diesem Display ist unter anderem, dass die Helligkeit recht ordentlich ausfällt. Wir sind hier im Freien und wie man sehen kann, kann ich das noch einigermaßen ablesen. Ist jetzt natürlich kein Helligkeitswunder, aber es funktioniert auf jeden Fall soweit ganz gut. Ich war Roland von Mobile Geeks auf der CES 2015 bei Acer mit dem Chromebook 15. What?